So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Guild Wars 2. Und wir klicken einfach mal auf die Koralle und mal gucken, ob das was bringt. Euer Trank enthält bereits... Was will ich denn mit diesen... Ich verstehe das hier noch nicht so ganz. Also, ich soll hier irgendwas brauen, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie soll ich denn hier einen Trank brauen? Hallo? Was? Warte, was? Lebt gut. Könnt ihr eine die Zutaten entfernen? Nee, nichts entfernen. Ich möchte gerne noch was hinzufügen. Also irgendwas soll ich noch hinzufügen. Ich weiß aber nicht was. Oasenpilz haben wir noch. So, jetzt sollte da auch ein Oasenpilz. Ist da jetzt ein Oasenpilz drin? Nee. Ich glaube, den habe ich aufgehoben, ne? Ah, so. Unpassende Zutaten, okay. Ich muss da unten klicken, aber irgendwie ist da was unpassend. Verstehe ich nicht. Was ist denn inkompatibel? Da steht Trank vollständig. Ich bin echt. Unsere Taten spiegeln sich im Traum. Ach, dann brauen wir einfach mal. Okay, offensichtlich hat das geklappt. Ah, okay, da unten sieht man das. Habe ich gar nicht bemerkt. Dann klicke ich mal hier drauf. Geht gar nicht. Dann probiere ich es mal hier. Trank an diesem Subjekt testen. Ja. Bah. Oh, das war offensichtlich nicht so erfolgreich, oder? Ich weiß auch nicht. So, irgendwie habe ich auch gerade 5.1 Sound hier. Ist ja auch nicht schlecht. Soll das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie Dextry das aufnimmt. Ob das die hinteren und vorderen Kanäle dann mischt oder nur die vorderen aufnimmt. Nicht, dass ihr nachher was... dass ich dann alles von hinten höre und ihr hört es dann nicht. Das ist auch blöd. Naja. So, das kann ich jetzt wieder sammeln, aber... Ach so, ah, okay, da unten sieht man das gut. Also sammle ich das mal und jetzt gucken wir mal, nehmen wir nochmal das hier mit. Und diese Ranke hier. So, und jetzt kann ich doch bestimmt brauen. Was, nee, irgendwas fehlt noch. Der ist doch vollständig. Funkenflugessenz, wo kriege ich denn die her? Oasenfahren ist da noch. Oasenforscher. Oasenleuchtkäfer. Ups, ich wollte nicht ins Wasser. Unpassend. Warte mal. Ach. Also irgendwas passt hier nicht. So. Ja, Pilzsporn habe ich bereits. Ja, okay. Pilzsporn und Funkenflugessenz. Gut. Also ich brauche Pilzsporn und Funkenflugessenz. Das heißt, die anderen Sachen sollten weg. Alles hat ein Recht zu wachsen. Korallflocken nehmen wir weg. Würgeranken. Und jetzt? Unpassende Zutaten. Euer Trank enthält Funkenflugessenz. Hä, ich verstehe das nicht. Jetzt soll ich noch Pilzsporen sammeln. Warte mal. Hier kriege ich doch... Sporen. Theoretisch müsste ich doch jetzt... Handelt weise. Hä? Verstehe ich nicht. Ich hatte Funkenflugessenz und Pilzsporen. Oder sind das nicht Funkenflugessenzen? Ich weiß nicht. Korallenflocken und Adlerfedern.
Ich probiere mal Korallenflug und Adlerfedern. Warte mal. Ich lasse das mal alles fallen und dann nehme ich mal hier jungen Adler. Kriege ich ja gar nicht. Hier Oasenadler. Und was war noch? Korallen irgendwas? Warte mal. Das ist ja verwirrend. Also Frühlingskoralle. Und jetzt müsste es aber gehen, oder nicht? Alles hat ein Recht zu wachsen. Was? Korallenflocken und Adlerfedern. Wieso ist das denn unpassend? Hä? Hä? Bin ich zu blöd? Ich bin zu blöd, glaube ich, aber ich verstehe das nicht. Also hier unten steht doch Korallenflocken und Adlerfedern. Ne? Aber es ist unpassend aus irgendeinem Grund. Ich muss doch bestimmt, muss ich nicht Korallenflocken und Adlerfedern mischen, um den Trank zu brauen? Verstehe ich nicht. Hä? Hä? Verstehe ich echt nicht. Kann mir das irgendjemand erklären? Jetzt nehmen wir mal die Korallenflocken. Jetzt steht da Adlerfedern. Handelt weise. Soll ich jetzt irgendwas anderes hinzufügen? Ich probiere einfach mal was anderes. Ich nehme einfach mal einen Frosch. Dann mal Froschschenkel und hier steht Farnblätter. Nehmen wir mal Pilz. Was jetzt? Ist jetzt irgendwas vollständig? Kannst du irgendwas brauen? Nutzt den Moment. Nee. Gut, dann nehmen wir die Pilzsporen wieder heraus. So. Dann probieren wir es mal mit dieser Würgelranke. Was kriege ich jetzt? Sporen von irgendwas. Aber das bringt auch. Unsere Taten spiegeln sich im Traum. Alles hat ein Recht zu wachsen. Hä? Hier steht nur Würgelranken. Aber was soll ich denn noch hinzufügen? Kann mir das irgendjemand erklären? Das steht ja auch nirgendwo. Vielleicht Würgeranken und ein Pilz? Nee. Irgendwie nicht. Oder? Unsere Nee. Taten spiegeln sich im Traum. Hä? Verstehe ich nicht. Also mir ist das echt ein Rätsel. Komm, ich gebe das hier auf. Ich versuche mal, die von Untoten zu beschützen. Sind die noch Untote irgendwo? Natürlich jetzt gerade nicht. Ich bin zu blöd für diese Quest, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann doch nicht zu blöd sein für so eine Quest. Kombiniert die. Okay. Nehmen wir mal Leuchtkäfer irgendwas. Und haben wir noch, hier sind noch mehr Leuchtkäfer, hier haben wir noch ein Kaninchen, das bringt überhaupt nichts. Und Pilze. Und inkompatibel schon. Unpassend. Überall unpassend, okay. Also ich verstehe das nicht. Hier ist noch ein Frosch. Ich nehme mal was vom Frosch. Mir ist das echt ein Rätsel. Hier ist ein Hirsch. Davon kann ich nichts nehmen, ne? Nee. Hier kann ich noch was vom Pilz nehmen. Ach, der hat ja schon Pilzsporen. Okay. Warte mal. Dann entfernt mal die Pilzsporen. Aber der ist auch nicht vollständig. Verstehe ich nicht. Ah, ich glaube, ich verstehe es doch. Warte mal. Also ich darf keine Pilzsporen. Ich muss das hier alles füllen. Die ganzen fünf Dinger da unten. Wir sollen darauf kommen. Pfö. Also, ich habe Froschschenkel. Ich darf keine Farnblätter sammeln und keine Pilzsporen. Gut. Keine Farnblätter und keine Pilzsporen. Was haben wir denn noch? Adlerdinger kann ich noch sammeln, aber habe ich die nicht schon? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Und Frosch habe ich. Ja, Froschschenkel habe ich bereits. Okay. Ich suche mal so einen Adler hier. Wo ist denn hier ein Adler? Da ist ein Oasenadler. So, ich wette, das geht auch nicht. Ah, doch, jetzt. Ah. Vollständig. Yeah. Ah, wie praktisch, dass so einer drauf kommt. Für.
Wie soll man denn darauf kommen, dass die da angezeigt werden, inkompatibel sind? Alter. Okay, ich bin drauf gekommen, aber es hat auch ein bisschen gedauert. So. Also, sichere Aufbewahrung. Achso, ich könnte den Trank jetzt verwenden, aber nö. Hallo, ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr die Oase gesichert und von der untoten Verderbtheit befreit habt. In meinen Träumen sehe ich dunkle Zeiten heraufziehen. Doch tief in meinem Herzen weiß ich, dass diese Oase sie überdauern wird, weil ihr mir geholfen habt, meine Forschung zu Ende zu führen. Bis zum nächsten Mal. Cecilia. Okay, nehmen wir mal das Geld natürlich. Immer gerne. Ne? Und dann schauen wir mal, was gibt's da? Haha, Aussichtspunkt. Hier irgendwo ist ein Aussichtspunkt. Wo zur Hölle ist denn der? Da oben drauf? Seh den gar nicht. Ach, da oben drauf. Ah, ich glaube, ich sehe schon, wie ich hochkommen soll. Ich vermute, dass ich so hochkommen soll. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht irre ich mich auch. Das kann auch gut sein. Soll ich hier so hochkommen? Nee, niemals. Ich glaube eher nicht, oder? Nee. So, warte mal, was ist denn hier schon wieder los? Ach Mann, habe ich das gerade abgebrochen selber? Lalala. So. Hier ist echt 5.1 Sound drin. Das ist ja krass. Zumindest höre ich hier irgendwie gerade alles von hinten oder habe ich das wieder falsch eingestellt? Das kann natürlich auch sein. Ich sehe das hier auch gerade nicht. Ich habe ja jetzt so einen AV-Receiver, was unpraktisch ist. Vom PC aus kann ich gar nicht sehen, wie ich den einstelle. Was natürlich doof ist, aber naja. Ich könnte jetzt hier auf, warte, was kann ich denn einstellen? Probier ich mal das, was passiert dann? Keine Ahnung. Mal sehen. So. Jetzt habe ich einfach mal THX Games gedrückt. Mal sehen, ob sich was ändert. Nicht, dass wir nachher den Sound von hinten noch mit drin haben im Mikrofon-Sound, wobei so schlimm wäre das wahrscheinlich gar nicht. Naja. So, wie komme ich denn hier hoch, verdammt nochmal? Also darüber ja offensichtlich nicht. Sieht so aus, als müsste ich... Sieht so aus, als hätte ich keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht von der anderen Seite hier, von hier drüben irgendwo, aber ich weiß nicht wie. Was ist denn das für ein Aussichtspunkt? Wie soll man denn hier? Die sieht man ja gar nicht durch. So, hier bin ich schon drauf. Das bringt mir überhaupt nichts irgendwie. Oder? Bringt mir das was? Warte mal. Ich sehe noch nichts. Hilfe. Ah! Mann! Ich weiß auch gar nicht, ob ich da hoch soll. Wo führt denn das? Hallo? Hin? Hey, lass mich da hochgucken. Das, keine Ahnung, wo es hinführt. Offensichtlich nicht. Hä, wie soll man denn da hochkommen? Sag es mir, einer. Bitte. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich glaube von dieser Seite aus. Irgendwie. Aber ich weiß nicht wie. Verdammt. Ist ja fies. So, irgendwie höre ich gar nichts mehr. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder ist einfach der Ton gerade aus? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich höre echt gar nichts mehr. Warte mal. Ich schalte mal wieder um auf... das hier. Höre ich jetzt was? Funkenschwärmer-Sumpf ist jetzt hier. Okay. Hier könnte ich auch hingehen. Flutwasserdamm. Okay. Für welches Level ist das? Ach, ist ja sogar für mein Level. Naja, sogar noch drunter. Aber ich kann es zumindest machen. Ich möchte aber eigentlich diesen Aussichtspunkt da entdecken. Wenn ich einen Weg nach oben finden würde, verdammt. Aber ich habe echt keinen blassen Schimmer, wie ich da hochkommen soll. Also so gar nicht irgendwie. Ich probiere es mal hier. Hier sieht es zumindest nicht allzu vielversprechend aus, naja. Nee, irgendwie nicht, ne?
Hops, hallo? Ach. Mann. Toll. Irgendwie geht das nicht. Wie soll man denn da hochkommen? Sag es mir mal einer. Hier ja offensichtlich auch nicht. Nee, oder? Oder doch? Nee. Ich glaube, das muss auch ein bisschen offensichtlicher sein. Für so einen Aussichtspunkt. Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Hä? Vielleicht von der, doch von der anderen Seite? Aber wie denn? Ich sehe da einfach gar keinen Weg nach oben. Hier komme ich rauf, aber das bringt mich doch... Warte mal. Wenn ich jetzt hier... Also hier komme ich nicht rauf, offensichtlich, auf das Ding hier. Aber wenn ich jetzt hier weitergehe, bringt mich das auch nur ins Gehölz hier rein, was auch nicht wirklich viel bringt. Und hier komme ich... Nee, da komme ich doch niemals rauf. Da soll ich doch niemals rauf, oder? Auf diesen Baum? Nee, da bringt ja auch nichts. Und auf den anderen Baum hier, warte mal, vielleicht doch hier drauf, aber es kommt mir so abwegig vor, hier auf diesen Baum zu klettern. Vor allem, weil ich da auch gar nicht hochkomme. Aber jetzt davon mal abgesehen, erscheint mir das alles nicht sehr logisch. Nee, niemals soll ich auf diesen Baum hoch. Okay, ich gehe mal noch weiter. Moment, also gut. Pilz? Noch ein Pilz. Hallo, darauf. Pilz. Pilz. Stamm. Hier drauf. Ah, guck mal, ich bin schon weiter. So. Aber jetzt? Ja, ich kann ja nur... Ach, hier ist so viel Holz, ich sehe gar nichts. Alter, wo bin ich denn? Hier bin ich jetzt. Nee, hä? Sehe nicht durch. Jetzt bin ich hier oben, aber das bringt mir ja überhaupt irgendwie gar nichts. Ich sehe auch nicht durch, wo ich jetzt weiterkommen sollte. Vielleicht hier irgendwo? Vielleicht hier rauf? Aber wo denn? Alter, das ist ja verwirrend. Leute? Wie komme ich jetzt zu diesem Aussichtspunkt, verdammt nochmal? Auf diesen Baum hier rauf? Bestimmt nicht, oder? Nee, wie soll ich da hochkommen? Vielleicht, ach hier, guck mal. Boah, das soll einer finden bei diesem Geäst hier. Mein Gott. Also heute läuft es irgendwie nicht so gut. Ich habe schon ewig nach dem Trank gesucht und jetzt hier nach dem Aussichtspunkt ewig. Aber wir haben es geschafft, immerhin. So, und was sehen wir? Wunderschön. Ja, naja. Sieht alles so ein bisschen verfallen aus, aber irgendwie doch nicht. So eher sumpfig, ne? Aber verfallen jetzt nicht. Nee, doch nicht. Nee, aber sehr, sehr viel Sumpf auf jeden Fall. Und sehr nass. So. Wo kann ich denn jetzt hin? Da unten kann ich hin. Und dann kann ich hier weitergehen. Oder ich mache was anderes. Ich wüsste bloß nicht, was. Ich habe ja noch so viel zu tun hier. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wo bin ich? Was ist das denn hier? Ach, das ist hier, das ist das andere Gebiet wieder. Okay. Und wo bin ich jetzt? Da bin ich jetzt. Hier hinten könnte ich noch hin. Da könnte ich... Oh, ich habe aber noch so viele Möglichkeiten. Es sind schier unendlich viele Möglichkeiten. Ich reise jetzt mal hier hin und guck mal da. Einfach mal. Mach das einfach mal hier weiter und dann wird das schon irgendwie... Wie viel fehlt uns hier überhaupt noch? Ah, noch ein bisschen mehr als die Hälfte. So, okay, ich muss in diese Richtung hier. Falls Schaufler den Angriff der Untoten überlebt haben, finden wir sie. Okay. Was kann ich denn hier noch einstellen? Warte mal, ich probiere einfach mal, wenn ich jetzt hier nochmal drücke. Die Orianische Verderbnis dringt nach oben. Geht hinein und löscht sie aus. Naja. So. Gehen wir mal hier irgendwo hin. Wo will ich denn jetzt? Ich bin schon wieder total verwirrt heute Morgen. Ist ja auch erst 8.34 Uhr. Es tut mir leid. Bin noch nicht so ganz wach. So. Habe ich jetzt die richtige Toneinstellung hier wenigstens? Also das mit dem AVR ist echt ein bisschen doof. AV-Receiver, also Audio-Video-Receiver. Heißt das, glaube ich. Ist ein bisschen blöd, weil ich das nicht
wie gesagt, nicht sehe, was ich gerade eingestellt habe. Und da gibt es so viele Einstellungen, boah. Na, zumindest sehe ich es nicht von hier aus, naja. So, hätte ich mal vorher einstellen sollen. Ich glaube, das war sogar vorher. Naja, egal. Wachsamenrecke. Du stirbst jetzt, wollte ich gerade sagen. Du wirst jetzt hier wieder aufstehen hier. Was ist denn das für eine Arbeitsmoral, dauernd tot rumliegen? Mann. So. Tja, ist das jetzt richtig eingestellt? Ich weiß es nicht. Naja, so. Ist auch egal. So, ich lasse das jetzt einfach so.